Oh Leute, da sind wir wieder bei Magica 2. Magica 2. Mit Bloodyfox 13. Und ich muss jetzt immer auf die Leertaste drücken zum Fortfahren. Okay, zwei neue Zauber. Seht her! Oder sogar einen Namen. Bam! Da haben wir Tod. Sie anhoben. Das Element Tod führt lebendigen Kreaturen Schanz und heilt untote Kreaturen. Das ist ein anderes Element bei Strahlen kombinieren, was im Fernkampf sehr nützlich ist. Okay. Au. Ich glaube, ich habe das mit dem Boost nicht ganz verstanden. So, das ist. Und dann bekommen wir jetzt den Eiszauber. Ja, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Hä, warum bin ich denn schon wieder voll lebendig? Ah, ich wollte meine Taste umbelegen eigentlich. Irgendwie finde ich das Schild irgendwie ein bisschen schlechter als. Es wurde genervt, nennt man das. Das ist normal. Aber wir können durchgehen durch das Schild. Das ist ziemlich cool. Wenn wir noch rauskriegen, wie man mit dem Schild ordentlich umgeht. So. Das kennen wir noch. So, das war anscheinend ein Checkpoint. Und jetzt das Letzte. Wir bekommen die Elektrizität. Lesen wir nochmal durch. Blitz elektrisiert die Gegner und springt von Opfer zu Opfer. So könnt ihr Zauber auf zahlreiche Ziele ausdehnen. Das Beschwören von Blitzelementen, während ihr nass seid, ist allerdings gesundheitsschädlich. Bedenkt lieber nasse Gegner mit Blitzen. Achso, um ihnen Schaden zu vervielfachen. Schau mal, wie lange der Blitz jetzt wirkt. Ja. Warte. Ich glaube, so ist es zwar nicht gedacht, sondern ich denke eher, es geht dieses. Hallo, Flat. Da seid ihr ja wieder. Ich dachte, ich erläutere euch die Mission etwas genauer. Das ist aber nett. Das Kind der Prophezeiung steht in großer Gefahr, aber wir wissen weder, wo das Kind ist, noch welche Gefahr ihm droht. Ihr müsst in ferne Lande reisen und Nostria der Wahrsager finden. Er weiß, was du. Da hat sich aber jemand beim Übersetzen viel Mühe gegeben. Nostria der Wahrsager. Nee, für Laus solltet immer rechts halten. Sehr schön. Ja. Ich weiß übrigens, wo wir sind, aber hier hinten gab es noch nicht so viel. Bemerkenswert. Das Schloss ist eine Ruine, aber dieser Brunnen tut es noch. Auch eine Form, die Schwerkraft zu nutzen. Ey! Kennst du die noch? Ein lebendiger Zauber? Hier, nehmt dieses Buch. Wir können das nicht lesen. Aha, ich will auch was sprechen. Warum nicht? Weil wir tot sind? Nein, Abendleuchter, aus sozioökonomischen Gründen. Sehr schön. Take the fucking book. Stoß. Warum verlassen wir diesen Ort nie? Okay. Warte mal, Moment. Die magischen Schnäpper. Ah! Das sind Quickslot. Was? Und den Fokuslevel jeder Stufe. Nachdem du einen Magik mit der Magik gezaubert hast, musst du deinen Fokus wieder auffüllen, bevor du es ja wieder verwenden kannst. Benutzt du eine Elementkombination, um deinen Magik zu zaubern, zumindest keinen Fokus. Das Magik-Schnellposition-Menü kann mittels Drücken von auf einer Magik-Position geöffnet werden. Hä? Achso. Wir sind nass. Also ich bin nass, okay? Ja, weil du bei mir drin standst. Dieses Menü geöffnet, mit ebenfalls die Elementkombination jedes Magik aufgezeigt. Das heißt, wir können Magiken, die wir brauchen. Boah, wenn das jetzt gerade das ist, was ich denke, was es ist. Das ist die Kurzslots. Du hast vier Slots. 1, 2, 3, 4. Aber wie würden wir es normalerweise? Ach doch, Stoß, Wasser und Schild. Wie cool ist das? Kann ich lesen, was hier steht? Weitere Informationen zu diesem Gegenstand hat unser Audio-Tour-Maker Nummer 34 parat. Wenn ihr auch noch Audio redet. Verloren habt, findet die Anweisung zur Beschaffung eines Ersatzes in Audio-Tour Marker 5. Sehr schön. What the fuck? Verdammt. Was ist das gemacht? Nochmal. Hä? Hä? Warum ist das kein Strahl? Warum funktioniert das? Das sind coole Todesblitze, aber. Ist das jetzt Dampf? Ich habe nicht Dampf gemacht. Warum habe ich. Doch. Ich kann es nicht verbindet mehr, sich nicht mehr. Es verbindet sich nicht mehr. Ich kann nicht mehr QFASA spammen. Das wollte ich gerade testen. QFASA. Irgendwie nicht. Okay. Vielleicht kommt das noch.
So, das kennen wir ja. Ein bisschen verändert hat sich's hier. Timmy den Trainingsdummi. Timmy den Trainingsdummi. Excelsior! Stop a year of clearing your arm! Rapider! Der steht auf Schmerzen. Warte mal, lass mal. Jetzt hast du ihn getötet. Wir sollten unsere Waffen üben an dem Ding. Zum Beispiel so. Achso, da ist er wieder. Was? Wirkt ein paar Zauber auf mich. Hab ich doch schon. Was zur Hölle? Neue Waffe freigeschaltet. Übungsschwert. Oh, wir müssen unbedingt noch einiges freischalten. Und Übungsstab. Achso, das sind die. Und das sind die Dinger, kann man dann wahrscheinlich später auch noch mehr nehmen. Oh, warte, das sind wir. Warte mal kurz, ich will den. Muss kurz gucken. So ist laufen, ne? Genau. Okay. Geh mal weg, jetzt bin ich dran. Was? Wow. Ein großer Felsen. Ja, wir müssen vor allen Dingen alles hier erkunden. Alter, mir fällt jetzt gerade erst auf, wie grafisch geil dieses Spiel gerade hier ist. Ja, ich glaube, ich muss meine Grafik etwas runterschrauben, weil bei mir ist es etwas ruckelig. Entweder liegt da eine Verbindung oder ich muss meine Grafik ein bisschen runterschrauben. Was steht da? Brüsselmauer Eisen GmbH Informationstafel. Hier stand einst ein Schloss. Jetzt ist es weg. Fast. Eins von drei. Achso, ein Drittel. Mit dem Stein muss man noch irgendwas machen können hier hinten. Ich glaube nicht, dass man hier nichts machen kann. Kannst du deinen Stoß anwenden? Nö. Also ich kann anwenden, aber... Aber das ist wahrscheinlich sowas wie der Elch, nur nicht ganz so. Es hat sogar noch es hat sogar noch das Zeichen von Arcane, heißt nur einfach tot. Und man kann nicht mehr aufladen, so wirklich. Doch, jetzt. Doch. Bam. Sehr schön. Sieht nur anders aus, aber es macht nichts. Oder? Hat er Schaden bekommen dadurch? Ich glaube nicht. Nee. Also hier ist ein Riss oben drin, aber... War der vielleicht schon immer? Es gibt gar keine Strahlenzauber mehr in der Hinsicht, oder? Doch, Feuer kannst du zum Beispiel. Aber alles mit Blitz. Blitz ist eine eigene Kombination jetzt wahrscheinlich. Du kannst alles mit Blitz irgendwie zu so einem coolen Blitzen machen. Ah. Bin. Au. Also au, Blitz und Leben macht mehr Schaden als heilen. Fast hätte ich es vergessen. Es ist gefährlich, allein mit bis zu drei Freunden loszuziehen. Ah, wie geil ist das? Yay, wir haben viele Belebung gekriegt. Und wir haben wieder Belebung auf der 4. Sehr schön. Wieso kriegst du so wenig Schaden? Das liegt an meiner Rüstung, mal wieder. So. Hast du dich selbst umgebracht? Ja, würdest du mich bitte wiederbeleben? Ich glaube, mit BA geht schneller, als wenn ich auf 4 drücke. Das ist sowas, was ich einfach da lasse dann. Ja. Ich habe schon nächste Mal hier gefunden. Oder was ist das? So wird es ein Zauberkapitel. Einige Elemente heben sich gegenseitig auf. Beispielsweise können die Elemente Blitz und Wasser nicht zugleich eingesetzt werden. Dies trifft auch auf die Elemente Leben und Tod zu. Ihr könnt euch dies zu Nutzen machen, um versehentlich beschworene Elemente aus der Zauberfolge zu entfernen. Ah, das ist ganz gut. Ich glaube übrigens, dass sie es als Tod umbenannt haben, weil sie fanden, dass Arcane jetzt nicht so das Gegenteil von Leben ist. Artefakt Set normal. Und wir haben Eile freigeschalten. Eise, seltsame Tote 2, Leben 3 und Robe des Zauberers weiß. Was ist das? Artefaktstufe. Ja, ich bin... Und Robe des Zauberers weiß... Oh, ich kann meine weiße Robe jetzt anziehen. Ich glaube... Sollen wir kurz ins Hauptmenü gehen? Nee, mach erst mal weiter. Ich glaube, in der nächsten Aufnahmesession können wir dann ändern. Okay, ja, müssen wir gucken. Achso. Da läuft er da unten. Okay. Rechtsklick auf irgendwas. Erfolg.
Irgendwas. Zum Fortfahren. ETF. Achso, ich kann hier. Ah ja, genau. Wenn du Rechtsklick auf eine Magika machst, kannst du andere einfügen. Mhm. Ja, das weiß ich schon. Aber man kann. Ich kann hier keine andere gerade einfügen. Ja, weil alle, die wir haben, da drin sind schon. Ach so, das, ja, okay. Wieso habe ich weniger Leben? Wieso du weniger Leben hast, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich cooler bin. Oder so. Seid gegrüßt, Fremde. Willkommen bei unserem Fest der gegenseitigen Abhängigkeit. Wenn ihr irgendwas zu wissen begehrt, dann höre ich auf zu reden. Bin beschäftigt mit einer tollen Vorstellung. Kann eure Fragen jetzt nicht beantworten. Du hast mir dir alles erzählt. Tötest du ihn? Er hat zwar ein Zeichen über dem Kopf, aber das ist mir egal. Also die Explosionen sind um einiges größer, glaube ich, als Magika 1. Ja, man kann irgendwie nicht mit jedem reden, dann rede ich halt mit der Tante. Ilva, oh, ihr habt mir aber einen Schrecken eingejagt, so als Zauberer aus alten Zeiten verkleidet. Tolles Kostüm. Naja, aber man kann jeden töten. Ja, das Einer ist... hat zu viel Leben. Da muss ich größere Geschosse aufbauen. Oder sowas hier einfach. Bam! Ich freue mich so auf diese Zauber. Das wird so lustig. Du heilst ihn. Oh! Lass uns mal ich töte ihn. Leben und Todeszauber kreuzen. Okay, auf den da gleich. Moment, du hast Leben? Ich hab Leben. Ich tot. Auf die Person. Kurz davor. Und los. Ich glaube, das könnte man als Heben sich auf. Komm, da will noch einer. Nee, warte mal, auf den noch nicht, mit dem müssen wir noch reden. Erstmal gucken, was das hier ist. Nicht vergessen. Käse, Milch, Eier. Really? So, erstmal gucken wir, ob wir mit dem quatschen können, weil vielleicht geben die uns. Dieses Spiel wird mit Steinen gespielt. Sieht leicht aus, ist aber ziemlich hart. Nicht so hart wie ein Felsen, aber fast. Treffer. Oh, falsches Spiel. Errungenschaften. Oh, oh ja, bitte. Können wir den ein bisschen rumschieben? Alter, wie viel Schaden du mir gemacht hast. Ich geh einfach nach vorne und kill. Achso, warte mal, gedrückt halten war das ja hier. Die Explosion war echt Hammer. Ja, du musstest den Typen ja töten, ne? Oh, da vorne sind... Also mit denen können wir wahrscheinlich alle reden, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich nichts triggern, deswegen habe ich dich gewartet. Ja, nicht alle töten. Ich habe eine Schatzung gefunden. Fröhlichen Tag der gegenseitigen Abhängigkeit. Das ist eine ganz normale Kiste, die man festgebunden hat, damit es nicht zu Unfällen kommt. Klingt hungrig. Abstand halten. Warte mal. Festgebunden? Habe ich mir auch gerade gedacht. Warte mal, ich habe ein Schwert. Das sollte vielleicht ausprobieren. Ein prächtiger Tag. Ah, ich weiß, was das ist. Das haben wir damals im richtigen Spiel gar nicht gemerkt. Das ist eine Mimikkiste. Die droppen in der Herausforderung Magiken. Ach so. Hier kommen dann die Stimmt, ich habe die Herausforderung nie gespielt. Allen einen frohen gegenseitigen Abhängigkeitstag. Moment. What? Hey, ihr fiesen, fetten Maden. Was? Sie hat gar nicht eingeladen. Pfüh? Ist nicht, da was? Ich glaube, die meinten die Maden im Käse, deswegen haben die den Tisch angezündet. Leben und Tod? Du Tod, ich leben? Okay. Komm, du Tod, ich leben. Auf die hintere, also die bei dir steht da in der Nähe. Ja, dann los. Lass mich mal weggehen. Los! Das war's. Der Käse, rettet den Käse! Oh, Pferdeflüsterer 1 von 3. Nein, meine Frau! Moment, meint jetzt... Käse, ich hab den Käse verschwinden lassen. Meint ihr jetzt das Pferd? Ich bin ein Zauberer, ich hab den Käse verschwinden lassen. Bequeme Kleidung, eine Art Gehstock. Interessant. Kann mal jemand Migolf zur Ruhe bringen? Oh, dieses Spiel. Wir werden storymäßig niemals... Alter! Ja. Da ist er. Nicht heilen. Heil ihn doch nicht. Warum heilst du ihn?
Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich glaube, wir werden storymäßig niemals vorankommen in diesem Spiel, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Fremde sind in dieser Gegend nicht gerne gesehen. Oh ja, bitte. Du bist nass. Alter, wie weit das gegenüber springt. Oh, kann man wieder sowas machen hier irgendwie? Nee, gibt keine... Naja, die Bomben sind nicht mehr ganz so cool. Schilde haben sie. Oh, Blümchen! Ja, die Bomben sehen nicht mehr ganz so wie Bomben aus. Wen kann man hier noch anquatschen? Geil, wir werden zu viel verpassen, aber das ist lustig. Mein Urgroßvater hat dieses Zelt selber aufgestellt. Mit den eigenen Händen. Unglaublich, aber wahr. Ja, das ist wirklich unglaublich. Oh, ich glaube, müssen wir da lang? Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Nee, ich glaube, da hinten geht's weiter. Okay, wir gucken mal hier in das Zelt rein. Nein, lass uns nochmal leben und Dings casten. Gleich. Da kommt die Magiker-Party-Musik. Ja, ich wollte gerade sagen. Warte mal, stell dich mal da drüben hin, wo die beiden Typen da stehen und ich schieße das von hier raus. Leben, 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 leben. Ich schieße nach unten und los. Bang. Alter. Das ist so ein geiler Zwei-Spieler-Move. Wir machen erstmal voll Party hier, ne? Uff da, uff da, uff da, uff da, uff da. Ja, schön. Kann man hier, können wir irgendwas... Oh warte, können wir? Geht das noch? Ach, geh weg. Moment, ich hab dir 300 Schaden gemacht und ich... Hä, wie ging denn das... Ach, das ist ein Rundumzauber jetzt, okay. Ich will aufladen. Und dann habe ich ihn voll aufgeladen. Komm schon, ich spiel da. Ach so. Geht mir aus dem Weg, ich will Dart spielen. Ich glaube, du hast ihn eingefroren. Ach, was. Oh, man kann den Hasen angucken. Wie kuschelig. Wie kuschelig. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Tot, tot, tot. Leben. Und. Ah! Ei. Tot, leben, 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 tot. Dieses Spiel ist einfach so unglaublich witzig. Hey, mit dem kann ich noch reden. Hier liegt einer. Oh Gott! Was passiert, wenn man da zwei übereinander legt? In alten Zeiten wurden mysteriöse Wegpunktsteine in aller Welt verteilt. Angeblich funktioniert er heute ja alles vollautomatisch. Oh, wie cool ist das denn? Entfernung bis zum nächsten Meilenstein? Weniger als 2 Meilen. Die heben sich auch auf die Minen. Ich liebe diese Blumen bei den Lebensminen. Ja. Ah, ein Pferd. Hau den Zauberer. Wie demütigend. Neue Waffe freigeschalten, den Hammer. Setz ihn mal beim Zauber ein. Bei einem Zauberspiel. Ziemlich harmlose Waffe, mit der man kleinen mystischen Zaubern auf die Birne klopfen kann. Hoher physischer Schaden bewirkt Niederschlag. Wie hast du es jetzt angeguckt? Das kommt automatisch, wenn du ihn aufhebst. Ich lege ihn gleich nochmal weg, ich will doch erstmal vorher nochmal. Ja, funktioniert nicht, okay. Oh, schade. Will ich auch mal gucken? Achso, genau. Der macht den Text jetzt automatisch immer an. Okay, dann kann man zwischendurch also nicht nachgucken. Hoher physischer Schaden und bewirkt Niederschlag. Kann man nicht? Geh weg! Ich hab das gelesen. Riesenschwert, das eine Tonne wiegt. Wirklich gesprochen natürlich. Mit dem Crit wurde eine gemarterte Seele eingraviert. Ah, man kann etwas so kaputt machen. Ich habe so Angst, dass wir irgendwas vergessen werden. So. Oh, der erste große... Hilfe! Alle eure Feier sind gehören uns. Moment, was?
Kannst du die vielleicht töten, ohne die Leute hier zu töten? Okay. Ich würde aber sagen, das reicht doch schon wieder für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Magica hier wieder. Was denn für etwas? Ob es... Mal wieder. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.